Hallo und recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es ist mir eine Freude, dich wieder begrüßen zu dürfen. Und worum wird es heute gehen? Es geht um Winterstiefel und das ist hier Teil 2. Ich werde dir zwei hier vorstellen, beziehungsweise drei. Und das ist der praktische Teil, also der zweite Teil vom Thema Winterstiefeln. Ich hatte den theoretischen Teil gemacht, der ist schon online. Und jetzt zeige ich dir drei wirklich Kombinationen oder Stiefel für die jeweiligen Temperaturbereiche und wie es dann da praktisch mit aussieht. Und wenn das was für dich ist, dann bist du hier genau richtig. Kommen wir zu einem Stiefel, der von, sagen wir mal, 0 Grad bis minus 15 tragbar ist. Und das ist hier der Meindl Sölden. Und der ist dann auch wieder ein Winterstiefel mit bestimmten Charakteristiken. Erstens, er hat hier eine Gummiteil, ja, der ist wasserdicht, das ist hervorragend. Und auch das Obermaterial ist geschlossenes Leder, sodass man hier von einer hohen Wasserfestigkeit ausgehen kann. Das Ganze hat ein Schnürsystem, was meines Erachtens gut ist, solange man, sagen wir mal, seine Hände normal benutzen kann, ohne dicke Handschuhe, eine dicke Lasche. Und vor allen Dingen, es ist ein Stiefel mit Filzinnenstiefel, weil jetzt hole ich den mal da raus. Das ist allerdings so ein bisschen tricky. Und jetzt sieht man genau, was ich da in dem theoretischen Teil auch erklärt habe. Das hier ist eine sehr harte, aber geschlossene Oberfläche. Das heißt, dieser Schuh, wenn hier Wasser reinkommt, kann ich ausgießen, kann diesen Filzstiefel nehmen, rein, also einen trockenen Filzstiefel rein und weiterlaufen. Dieser Stiefel ist definitiv für kältere Temperaturen, also sagen wir mal minus 10 bis minus 15 Grad, kann man den benutzen, ohne dass das Material, sagen wir mal, größere Ermüdungserscheinung hat, soweit wie ich das bis jetzt feststellen konnte. Und ist, wie gesagt, für Matschewetter genauso geeignet. Das heißt, das ist ein Stiefel, den kann man noch in Deutschland anziehen. Warum ich noch sage, das wird sich zeigen, wenn ich die anderen Stiefel oder wenn du gesehen hast, wie es mit den anderen Stiefeln aussieht. Und dementsprechend ist man hier bei einer Preisklasse von, was habe ich gesagt, irgendwie 120, 130 Euro. Manchmal gibt es den auch im Sommer für 70 Euro. So, und damit ist es ein sehr günstiger Stiefel. Allerdings, wenn man sich hier die Sohle anguckt, die ist, ja, die ist, sagen wir mal, mit viel Profil belegt. Aber wenn man hier mit beiden Fingern reingeht, merkt man, das ist eine sehr dünne Sohle. Das heißt, die Isolation, wir sprechen hier von so viel vielleicht festem Material. Da kommt natürlich, wenn man hier lange auf Eis und Schnee steht, die Kälte dann durch. So, das ist der hier. Schön ist, dass er eine geschlossene Lasche hat, da kommt nichts durch. Hat aber hier oben, wie gesagt, sonst keine Schneeschürze. So, das ist der Außenschuh. Der Innenstiefel, der hat einen Filzstiefel mit einer Gummisohle. Ist hervorragend auch als Hüttenschuh zu verwenden. Und dann kann man hier das Ding auch beliebig eng machen. Auch hier ist er geschlossen. Das ist auch sehr gut. Das Material ist, ja, es ist okay von der Stärke her. Es ist nicht sonderlich dick, ist aber nicht sonderlich dünn. Es ist Filzmaterial, ne? So, also von dem her, das ist soweit okay. Er ist relativ robust, sodass man auch ein bisschen damit laufen kann, ohne dass das Material nachgibt. Dementsprechend ist der, sagen wir mal, schon benutzbar. So, hier kann ich das eng machen. Da kann ich den wirklich schön als Hüttenschuh anziehen. Die Sache ist die, dass man hier schauen muss, ob man zwei Paar Innenstiefel bekommt. Die gibt es nicht immer. Ich habe bei Meindl nachgefragt. Die liefern das immer nur so saisonal aus. Das heißt, die Innenstiefel oder Ersatzinnenstiefel muss man mit der Saison kaufen. Also sprich im Winter oder wenn die Wintersaison dann in der Auslage ist. Und ansonsten kann man den Stiefel plus einen Innenstiefel sehr gut im Sommer kaufen. Wie gesagt, ich habe es gemacht und da habe ich dann nur noch 70 oder 80 Euro gezahlt. Normalerweise liegt er bei, glaube ich, 120. So, also, das ist soweit okay. Laufen kann man mit dem auch so ganz gut. Muss natürlich zusehen, wenn man ein dickes Paar Socken anziehen möchte. Und da kommen wir nämlich gleich zum nächsten. Wie trage ich diesen Schuh? Ich persönlich trage in diesem Filzstiefel dennoch, sagen wir mal, ein paar dicke Socken. Schlicht und ergreifend, damit ich die Reibung da in dem Stiefel und der Socke habe und nicht selber. Man kann auch mit dünnen Socken da drin laufen. Ich empfinde es dann allerdings aufgrund der Geometrie nicht ganz so angenehm. Was bei manchen wohl der Fall ist, ist dieser Knubbel hier, wenn sich das im Hoch biegt, dass das wohl bei manchen drückt. Kann ich jetzt nicht bestätigen, habe ich aber doch von dem einen oder anderen gehört, dass das also hier oben unangenehm ist, weil hier dieser Materialwechsel ist.
Das muss jeder für sich selber ausprobieren, wie die Form des Fußes ist. Bei mir ist es jetzt nicht der Fall, aber wie gesagt, ich habe davon gehört. So, das ist ja mein Sohn. Die technischen Daten werde ich wahrscheinlich hier irgendwo noch hinschreiben, so von wegen Gewicht und den ganzen Kram, aber ansonsten ist es ein relativ leichter Schuh, ja, für einen Winterstiefel, ja, also nicht mit Sneakers zu verwechseln. Und ja, gut, dann Mandelsölden, hervorragend, von 0 bis 15 Grad inklusive Matschewetter. So, kommen wir nun zu der für mich erstmal gebräuchlichsten Stiefelkombination für Winter, aber auch Herbst oder Frühling, immer dann, wenn es matschig ist. Und da kommen wir eigentlich zu dem am universellsten einsetzbaren in den Gebieten, in denen ich so meistens unterwegs bin, also sprich Deutschland, nicht im alpinen Bereich, sondern so allgemein in Deutschland. Und da kann ich jetzt Folgendes empfehlen. Die Anforderung ist ja eigentlich, ich möchte ein stabiles Schuhwerk haben, ich möchte nicht für jede Wetterzeit meinen extra Schuh kaufen, wie das mit den schweren Winterstiefeln so der Fall ist, sondern ich brauche eine Lösung, die mir eben im Winter dann hilft, bis sagen wir mal minus 5, vielleicht auch minus 10 Grad, aber auch hier ganz klar der Fokus darauf, eher Tagestouren, keine Wochentouren. So, da kommen wir einmal zu den ganz normalen, was auch immer du trägst, du hast halt ganz normal, in dem Fall habe ich halt hier den Lover in der Behördenausgabe, den brauche ich glaube ich nicht sonderlich vorzustellen, den dürften sehr viele kennen, das ist das ganz normale Modell, das wirst du hier wahrscheinlich dann auch sehen, falls es so auf dem Bild ist, aber das ist ein ganz normaler Stiefel und das Gute ist, welchen Stiefel du auch hast, den du im Sommer trägst, den kannst du im Großen und Ganzen verwenden, solange es eben steigeisenfeste Dinge sind, die eine sehr ausgeprägte Sohle haben, du musst halt mit der Größe des Überschuhs dann eben ein wenig aufpassen. Aber was hier eben im Hauptinteresse ist, das ist dieser hier. Das hier ist der KSK Nässeschutzstiefel oder Überzugstiefel oder KSK Nässeschutz, wie auch immer das bezeichnet wird. Hier ist es die Version, die eben einen Reißverschluss hat. Und du siehst, es besteht eben aus verschiedenen Elementen. Schauen wir erstmal rein. Innen drin habe ich einmal diese ganz normale, sagen wir mal, es ist so ein Nylon ist das. Was genau? Weiß ich nicht. Bin ja kein Materialexperte. Dann habe ich aber hier so ein bisschen Flausch drin. Das heißt, hier habe ich nochmal ein bisschen, sagen wir mal, etwas, ja, was so ein bisschen wärmt, wie so ein künstlicher Pelz. Ne? Und ich habe hier, und das ist ganz wichtig bei diesem Modell, eben dieses hier, damit kann ich den Schuh fixieren. Das heißt, ich gehe ganz normal mit einem Stiefel hier rein, den ganz normalen, den ich sonst auch trage, ziehe hiermit über dem Spann das Ganze fest und damit schlackert der auch nicht mehr. Und dann kann ich eben mit dem Reißverschluss hier das Ganze schließen. Das geht bis oben hin. Man sieht auch, der ist relativ hoch. Das geht also bei den meisten bis knapp unters Knie. Und ich habe eben zwei Teile, das heißt hier den wasserdichten Teil und hier den wasserabweisenden Teil. Dieser wasserabweisende Teil, der ist, sagen wir mal, auch gut als Gamasche zu gebrauchen. Der sorgt dafür, dass der Schnee nicht oben reinkommt. Den ziehe ich auch ganz gerne, wie gesagt, bei so matschigen Wetter wie hier. Hier bin ich in einem Gebiet. Da sind teilweise so Flächen, so matschig, Gras, sehr wenig Bäume, ne, so sumpfige Flächen. Da benutze ich den zum Beispiel auch ganz gerne, weil ich eben einfach über meinen normalen Stiefel diesen anziehe, hochziehe, durchs Gelände gehe und gut ist. Oder eben, wenn ich sehe, jetzt habe ich hier sehr viel nasses Gestrüpp, dann ziehe ich den eben drüber, laufe damit, packe den dann wieder ein. Das ist relativ gut gemacht. Diese Lasche, die hier drüber ist, die funktioniert auch sehr gut. Auf Schnee und Matsch ist das Profil gut zu gebrauchen. Man hat sogar schon einen ganz, ganz leichten Schneeschuh-Effekt, weil die Auflagefläche relativ groß ist. Damit sinke ich nicht mehr ganz so dolle ein. Wobei ich sagen muss, wenn ich natürlich tiefen Schnee habe von irgendwie halben Metern aufwärts, da ist das natürlich völlig nutzlos. Das reicht nicht von der Fläche. Aber wenn ich einfach mal so kleinere Schneehöhen habe, dann merke ich schon, dass ich da nicht ganz so tief einsacke und das Laufen ein bisschen bequemer ist. Der ist wasserdicht hier unten. Das bedeutet, dass der natürlich weder Wasser rein noch rauslässt. Und das ist auch das Problem für Tagestouren oder so, wenn du unterwegs bist in Schnee und Matsch und du bist am Abend da oder für zwei Tage mit einer Übernachtung. Sehr gut zu benutzen. Meistens kannst du über Nacht den Stiefel hinreichend trocknen, wenn du das im Schlafsack hast oder so, sodass da die Feuchtigkeit rauskommt oder
auch über Nacht einfach trocknen lassen, ne, Sohle raus und so weiter. Aber es ist nichts dafür, wenn du, sagen wir mal, eine Woche oder zwei richtig durch den Matsch läufst. Es hilft, aber du wirst ein Problem damit haben, dass du eben durch den Schweiß und so weiter das Feuchtigkeitsmanagement innerhalb der Schuhe selber in die Hand nehmen musst. Es isoliert ein bisschen durch dieses Flauschige hier in der Mitte, was ich dir gezeigt habe, isoliert es ein bisschen. Das heißt, in den hiesigen Wintern hilft es dir, einen wärmeren Fuß zu haben. Definitiv. Es ist aber kein, sagen wir mal, richtiger Winterstiefelersatz, der dir bei minus 15 Grad der die Füße warm hält. Das ist es nicht. Es unterstützt aber. Und dadurch, dass es trocken bleibt und diese Lederschuhe eben nicht das Problem haben, dadurch, dass sie eben Wärme nach außen geben, Schnee eben auf dem Schuh schmilzt und dann über die Nähte und alles einkommt, dass dadurch, dass es trocken ist und ein bisschen wärmeisoliert ist, man sehr gut auch in tieferen Schneelagen, also deutschen Schneelagen, damit klarkommt und den ganzen Tag wirklich sehr angenehm durch den Wald laufen kann. Du wirst es in dem ein oder anderen Wintervideo von mir sehen. Da habe ich die dann, trage ich die schlicht und ergreifend oder wenn es ein bisschen matschig ist. Ja, dementsprechend, das hier ist für mich vom Kosten-Nutzen-Faktor, weil die, als ich die vor 4 Jahren das erste Mal mir neu geholt hatte, in der Version mit dem Reißverschluss, vorher gab es die ohne Reißverschluss, haben die noch 150 Euro gekostet, was sehr viel Geld ist. Mittlerweile bekommt man diese Stiefel mit dem Reißverschluss, also die neue Version, neu für ungefähr 60 bis 70 Euro. Und damit ist es ein absoluter No-Brainer, weil wenn ich meinen normalen Stiefel schon habe und für 60 oder 70 Euro kann ich den wasserfest, matschfähig und auch schneetauglich machen für hiesige Gelände, dann ist das überhaupt keine Frage, ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis natürlich unschlagbar. Selbst wenn der nach 2 Jahren kaputt geht, weil man den kaputt läuft oder sonst was. Das ist, ja, also da, für das Geld kann man sich keinen vernünftigen Winterstiefel kaufen. Aber wie gesagt, das Ding ist nichts für arktische, polare Regionen. Das ist auch nichts für die Hochalpen oder so. Da muss man schon ein bisschen was anderes haben, weil es einfach andere Temperaturen sind. Es ist aber sehr breit ansetzbar, sagen wir von Matschezeit im Herbst bis Matschezeit im Frühling und über den gesamten Winter hinweg. So, ich hoffe, ich konnte dir diese Kombination damit näher bringen, aber es gibt daher noch andere. Kommen wir jetzt zum nächsten Stiefel. Das hier ist mein Stiefel, den ich hier vor Ort gerade anziehe. Ich bin sozusagen mit dem einen gerade hier in diesen Wandel Sölden rein geschlupft. Das ist der Nordkap Pro GTX. Oder GTX Pro, verwechsel ich immer. Aber der ist für wirklich kaltes Wetter. Das heißt, den kann man in Deutschland fast nicht tragen, außer man steht auf der Skipiste den ganzen Tag still und schaut seinen Kindern zu, wie sie den Hügel runterrutschen. Aber ansonsten ist er in Deutschland nicht tragbar, weil er einfach zu warm ist. Den ziehe ich an bei Temperaturen, sagen wir mal, ab minus 15, minus 20 bis minus 30, minus 40 Grad. So, das ist der Stiefel dafür. Den ziehe ich auf meinen Touren an, wie zum Beispiel gerade. Ich bin hier in Lappland am Polarkreis unterwegs und hier wird es halt dann auch mal ein bisschen kälter. So, dafür ist er richtig. Und da unterscheidet er sich nämlich auch, weil der hat hier ein Material, das ist, sagen wir mal, ein künstliches Material. Das ist atmungsaktiv, das ist ein Gore-Tex hier in dem Bereich, hat da ein bisschen Leder. Aber im Großen und Ganzen ist der gemacht für Atmungsaktivität. Das heißt, der hat also hier zwar eine hochgezogene Sohle mit Gummi, dass es wasserfest bis hierhin ist, aber der restliche Schuh, auch hier oben drauf, ist nicht optimiert für Wasserfestigkeit. Braucht man hier auch nicht, weil hier regnet es ja nicht bei den Temperaturen, sondern schneit es. Und wenn irgendwas Wasser ist, das friert und dann kann man es abklopfen. So, der hat ein etwas anderes Schnürsystem und zwar hier wieder mit den Haken, sodass ich auch mit dicken Handschuhen, sagen wir zack, 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 das zubekomme, ohne dass ich irgendwie filigran nachziehen muss. Dementsprechend empfinde ich dieses Schnürsystem als angenehmer bei wirklich kalten Temperaturen, weil ich eben hier auch mit mittleren Handschuhen da arbeiten kann. Das Ganze hat eine Schneeschürze, das heißt, die ziehe ich oben zu, damit ich eben unter einer Hose oder sonst was das nochmal zuziehe, damit wirklich nichts reinkommt. Und ja, dann kommen wir zum Innenstiefel. Den Innenstiefel haben Sie. Ist auch wieder ein Filzstiefel. Der hat auch wieder eine härtere Sohle, sodass man den als Hüttenstiefel verwenden kann. Schön ist auch, der ist wirklich nochmal wesentlich dicker,
und wärmender als von dem Modell, was ich gerade gezeigt hatte, was, sagen wir mal, nur bis minus 15 Grad ist. Also der ist wirklich auf Wärme ausgelegt. Und das Schöne ist, dass der hier natürlich dann auch im Schlafsack getragen werden kann. Das heißt, wenn ich draußen schlafe, dann nehme ich den entweder dann als Socke nochmal oben drüber, ja, als wärmendes Element im Schlafsack. Oder ich nehme es mit in den Schlafsack, ziehe den morgens an und gehe dann in den kalten Stiefel rein, sodass meine Füße schön warm bleiben. Das ist halt der Vorteil bei allen Feldstiefeln. Dementsprechend hier auch. Dann kann man ein zweites Paar sich dafür besorgen und könnte dann, wenn zum Beispiel durch langes Marschieren oder so Feuchtigkeit hier drin ist, wenn er da Feuchtigkeit gezogen hat, dass man das dann eben wechseln kann. Ja. So, das ist der. Dementsprechend wesentlich mehr kann ich zu diesem Filzstiefel eigentlich auch nicht sagen. Ja, also ich meine, ich habe hier diese beiden Laschen, damit ich ihn dann auch ranziehen kann. Aber im Großen und Ganzen ist ein Filzstiefel. So, dann kommen wir hier. Hier ist auch der Schuh sehr dünn und hart. Hier ist wirklich nur das Gore-Tex. Das soll, wie gesagt, von außen eben mechanischen Schutz liefern, soll auch nochmal sicherlich ein bisschen wärmen, aber im Großen und Ganzen zusehen, dass eben die Feuchtigkeit rausgeht. Der Schnee an sich, der kommt da nicht rein, weil die Isolation ist so gut, dass auf dem Stiefel der Schnee nicht schmilzt durch die Wärme. Das Problem haben einige Kollegen, die mit Lederschuhen zum Beispiel hier unterwegs sind und dann auch sich in solche Temperaturen trauen. Da sieht man richtig, wie dann hier oben durch die Wärme, das wärmt sich irgendwann so stark auf, dass die Isolationsleistung nicht so gut ist. Und dann wärmt sich das so stark auf, dass Schnee schmilzt und dann geht das irgendwann bei denen durch die Nähte. Und dann steht der Stiefel irgendwie eine halbe Stunde und dann ist der gefroren. Ja, also das hatte ich jetzt auch die letzten Tage. Da war ich mit einem hier auch unterwegs, mit einem Freund. Und da waren wir kurz in so einer Hütte drin, die da mitten im Wald steht, vom Bekannten. Und dann haben wir die Schuhe eben ausgezogen, dahingestellt. Ich mit den Filzstiefeln da rein, eher auf Socken da rein. Das heißt, er hatte dann auch kalte Füße. Aber als wir die Stiefel wieder anziehen wollten, waren seine wirklich einfach knüppelhart gefroren. Und das war eine halbe Stunde oder so. Und wir hatten minus 20 Grad oder so. Okay, also das Schnürsystem auf Transparenz aus. Natürlich eine durchgehende Lasche, dass da auch nichts reinkommt. Aber wenn man sich jetzt hier die Isolation anschaut, wenn man hier von beiden Seiten reingeht, da sieht man richtig, man hat richtig Material dazwischen. Das heißt, diesen Stiefel, den ziehe ich nur in Deutschland an, wenn ich wirklich irgendwie an der Skipiste stehe und den ganzen Tag warten muss. Ja, also, und weil da, was weiß ich, die Kinder mit den kleinen Hügel runterflitzen oder was auch immer. Aber ansonsten, und dann auch nur, weil es eben super bequem ist und super warm, aber den kann ich in Deutschland ansonsten nicht anziehen. Also die deutschen Winter sind für diesen Stiefel meines Erachtens nicht kalt genug. So. Und damit kann ich auch sagen, würde ich in Deutschland diesen Stiefel nicht kaufen. Den würde ich nur kaufen, wenn ich wirklich in kaltes Gelände gehe. Und mit kaltem Gelände meine ich wirklich minus 15, minus 20 bis minus 30, 40. So, dann kann man mit dem arbeiten. Der ist vom Gewicht her etwas schwerer als der Meindl Sölden, den ich da gerade vorgestellt hatte. Das auf jeden Fall. Der wiegt ein bisschen mehr. Die genauen Daten werde ich dir einblenden. Die habe ich nicht alle im Kopf. Interessieren mich auch nur bedingt, weil ich kann sowieso nichts daran erinnern. Aber der Preis von diesem Schuh liegt bei ungefähr 300 Euro. Das heißt, der Sölden, der liegt bei 120. Den kann man auch günstiger haben. Der liegt fast durchgängig das ganze Jahr, weil es eben schon ein bisschen spezieller ist, bei um die 300 Euro. Für den Winter ein saugaler Stiefel. Keine Frage. Teuer. Ja, ist er. Gibt es hier Alternativen für minus 20 bis minus 40 Grad? Ja, gibt es unterschiedliche. Die liegen aber meistens preislich auch in der Größenordnung. Ja, so. Zu den anderen kann ich nicht so viel sagen, weil ich jetzt nicht so viele andere Stiefel hatte. Ich kann aber sagen, dass ich mit dem hier wirklich tagelang unterwegs bin. Ja, draußen. Also bei richtig kaltem Wetter. Also kalt im Vergleich zu Deutschland. Und wir hatten jetzt hier in Schweden gerade, was waren das, Rekordwerte im Februar von minus 40 Grad nachts. Ja, und tagsüber ist es auch nicht wesentlich wärmer geworden. Also von dem her, das ist der Stiefel, den ich hier in dieser Gegend anziehe. Gut, wenn du ansonsten noch Fragen dazu hast, dann wie gesagt, runter in die Kommentare. Ich werde die exakten Typenbezeichnungen auch nochmal wahrscheinlich unten in die Beschreibung reinschreiben, sodass du da eben mit Copy-Paste dann danach suchen kannst, wenn dich einer dieser Stiefel interessiert. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch, ja, eigentlich nur noch das Fazit. Also, wir haben hier drei
Varianten. So, ich habe jetzt vorgestellt den Sölden. Der ist von 0 bis minus 15 Grad mit Matschwetter und so weiter. Ist ganz gut, aber eben für Schnee und so weiter besser als reines Matschwetter. Den, den ich gerade gezeigt habe, den Nordkap GTX Pro, das ist wirklich nicht für Matschwetter, sondern der ist für minus 10, minus 15 an bis minus 30 im Schnee. Dafür ist er gut. Damit kann man auch lange marschieren und laufen. Der ist super auch für Schneeschuhe geeignet. Und die Kombination Behördenstiefel mit KSK-Nässe-Schutzstiefel, die sind sozusagen die für mich gesehen effizienteste Variante, um in Deutschland unterwegs zu sein. Weil man kann eben den Behördenstiefel ganz normal das ganze Jahr übertragen. Und dann, wenn es die Situation eben verlangt, den Nässeschutz drüber ziehen. Damit kann ich den in den ganzen Herbst anziehen. Ich kann im Frühjahr, bis es trocken wird, anziehen. Und im Winter bringt es ein bisschen mehr Isolationsleistung. Die Gamaschen, die bis zum Knie sind, sorgen eben dafür, dass kein Schnee reinkommt. Und das ist auch gut. Aber wie gesagt, die Kombination Behördenstiefel mit den KSK-Überschutzstiefeln, die kosten zwar der Stiefel an sich plus nochmal 60 Euro für den Nässeschutzstiefel. Die Sache da ist allerdings, damit 4-5 Tage am Stück raus, dann merkt man schon, dass eben das Leder da drin durch das eigene Transpirieren dann noch nass wird. Und dementsprechend sage ich, diese Kombination ist am besten, wenn du 1-2 Tage draußen bist. Die ist am kostengünstigsten und am breitesten benutzbar. Ansonsten Winterstiefel Sölden. Und wenn du nach Lappland und höher gehst, dann den Meindl GTX Pro. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen drei verschiedenen Ansätzen und drei verschiedenen Paar Stiefeln eine Idee geben, was für dich das Passende sein kann. Wie gesagt, bei Fragen unter in die Kommentare damit, schreib mich an, wie auch immer, du wirst mich kontaktieren WhatsApp, Facebook, YouTube, was auch immer. Ich bin findbar und es würde mich freuen, wenn wir uns da ein wenig austauschen können. So, was werde ich jetzt machen? Ich werde jetzt erstmal das wieder zurück ins Basislager tun und dann werde ich mich schönartig auf meine morgige Wanderung vorbereiten, weil morgen geht es wieder mit Overnighter raus in den Wald. Und da freue ich mich schon drauf, weil nämlich auch ordentlich Schneesturm angesagt worden ist. Okay, dann, was immer du machst, viel Spaß noch beim nächsten Video. Hoffentlich eins von meins. Falls dir das Video gefallen hat, denk dran, Daumen hoch, Abo dalassen als kleines Dankeschön. Und ja, ansonsten kann ich nur noch sagen, viel Spaß, bleib gesund und bis zum nächsten Video.